Schnipp, Schnaps, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf dem Muddy Team Channel. Heute mal nach zwei langen Wochen eine weitere Episode von Weekly Pick. Wir hatten eine kleine Pause, weil ich nicht so Bock hatte, Videos zu drehen, wie ich schon in dem Video am Samstag erwähnt habe. Aber heute bin ich echt happy, wieder ein Video zu drehen. Wie ihr seht, drei Off-White-Boxen. Und wer uns verfolgt auf Instagram, weiß Bescheid, was wir bekommen, und deswegen bitte unten in der Beschreibung Link abchecken und einen Follower da lassen und natürlich nicht vergessen, einen Sub unten bei uns auf YouTube-Kanal zu lassen. Fangen wir mal an mit dieser Box. Nike Swoosh auf dem Top, wie bei jedem von diesen Boxen. Und drinnen befinden sich eine US-7 Größe, einer der seltensten von dem OG Blazer. Packe ich mal wieder das rein. So. Meiner Meinung nach ist das einer der gelungensten Schuhe von der Detain-Kollektion. Am 20.11.2017 released, hat einen Retailpreis von 130 Euro. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihr schon wisst, was hier drin ist. Trotzdem reden wir noch kurz über den Blazer. Der Blazer ist ein spezieller Schuh für Nike, weil es ursprünglich der erste Basketballschuh war. Und wie auf jedem Off-White sehen wir hier was Besonderes, was davor nicht wirklich gemacht wurde. Sehen wir das Off-White-Branding hier drauf mit Off-White, die M von Nike, bla 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 bla. Das schwarze Schuhzeichen und natürlich das Material, muss man sagen, dass hier sich Wildleder, Leder und so ein Papierstoff befindet, was ich nicht, und Gummi also, was ich nicht wirklich erklären kann. Hier haben wir zwei Blazer von dem Spooky Pack. Ich hoffe, ich spreche das aus. Richtig aus. Hier drin haben wir den Hallows Eve, heißt der. Oder Vanille, wie viele Leute nehmen. Weil ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so einen Schuh Vanilla nennen kann. Ist jedem sei seine. Ein bläulicher Tag, was sehr selten bei den Off-White-Schuhen ist. Und hier sehen wir einen gelben Swoosh mit einem Off-White-Branding an der Innenseite. Und ich finde, das ist einer der hässlichsten Schuhe, die es gibt von der Off-White-Serie. Trotz dessen sind Leute bereit, dafür zu zahlen. 700 Euro bis 600 Euro hängt von der Größe ab. Und hier haben wir meinen Favoriten von dem Pack, die, ich glaube, 70% auf dem IG-Story kommentiert haben von uns. Hier haben wir den schwarze Version davon, Grim Reapers. Retail war bei beiden 130 Euro. Das sollte eigentlich am Halloween released werden. Jedoch ist es am Donnerstag, Freitag released bei uns. Für euch eine Woche auch schon alt. Von den allen drei finde ich den OG trotzdem am besten. Und dann kommt der schwarze und dann der dritte. Wer sich den holen wird, kann sich bei uns holen, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen wegen Fakes oder was auch immer. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst ein Like da, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und welche Art von Video ihr in der Zukunft sehen wollt. Und wir sehen uns nächste Woche bei einem Weekly Pick oder Sonntag mit einem Vlog von der Summit.